Ja, hallöchen und herzlich willkommen hier zu unserem 9. Kerbal Space Program Let's Play. Und ja, wir fangen gleich an, wieder eine Rakete in den Himmel zu schießen. Und wie in der letzten Folge, da habe ich ja versprochen, unsere Space Station KSS, Kerbal Space Station, weiter auszubauen. Und ja, heute kommt Modul 2 nach oben. Und ihr werdet gleich ein bisschen überrascht sein, denn es sieht ein bisschen anders aus. Also die ganze Gegend, also das werdet ihr gleich sehen. Und zumindest hatte ich jetzt die letzten Tage, ja, war ja Männertag und hatte ich ein bisschen Freizeit und konnte jetzt unbedingt nicht aufnehmen. Deswegen hat es jetzt immer so ein bisschen gedauert, bis ich die Aufnahmen machen konnte. Aber hier, wir haben jetzt die erste Stufe abgeschossen und da habe ich ein neues System ausprobiert. Aber es heißt neues System, aber das läuft eigentlich ganz gut. Jetzt haben wir nämlich so einen vollen, dicken Tank zum Verfeuern. Und wir können uns direkt in die Horizontale begeben, um dann, ihr seht's, in einem relativ leeren Orbit, ja, es ist ein anderer Spielstand, zu gelangen. Und ja, ich hab einen neuen Spielstand gestartet, weil im alten war zum einen das Problem, dass wir Haufen Weltraumschrott hatten im Raum, den ich jetzt nicht irgendwie so schnell wegbekomme. Zum anderen hatten wir das Problem, dass wir unsere Raumstation nicht als Ziel setzen konnten, wie ihr das hier seht. Das ist ja jetzt so eine grüne Orbitallinie und das ging einfach nicht, weil dort kein Modul war, was zum Steuern sozusagen notwendig ist. Und ja, wir hatten im Prinzip nur diese Wohnstation, diese Box, wo man sich drin aufhalten kann, sitzen kann, aber direkt steuern konnte man dann nichts mehr. Jedenfalls habe ich so gedacht, ach, fängst du neu an, baust du noch so eine kleine Steuerkiste dran und dann schickst du das Ding wieder nach oben. Musst du jetzt nicht unbedingt filmen, weil ihr habt es ja eh schon gesehen. Es war jetzt nicht dramatisch, es war ja nur schnell Orbit, also so ein Orbit bringen. Und ja, jetzt habe ich dieses große, dicke Ding abgeworfen, obwohl noch ein bisschen Treibstoff drin war. Aus diesem Grund, weil aus dem Grund, dass wir jetzt nicht so viel Weltraumschrott im Raum haben wollten. Das Ding wird gerade noch auf die Erde klatschen und kaputt gehen. Und dieses Teil wird noch weiter rumfliegen. Ich habe aber eins nicht bedacht. Das werden wir gleich, können wir gleich betrachten. Aber hier zumindest kriegen wir jetzt den Orbit hin. Das habe ich die anderen gefühlten acht Mal vorher nicht hinbekommen. Irgendwie waren die Trägerraketen zu schwach. Und ja, jetzt wird es nämlich wirklich heikel. Das ist im Prinzip der schwierigste Part. Na gut, nicht ganz der schwierigste Part. Der schwierigste Part kommt gleich, aber einer mit der schwierigsten Parts. Wir müssen sozusagen einen Schnittpunkt mit unserem Hauptmodul finden. Und das kann man im Prinzip nur, indem man seine Orbitale sozusagen verändert. Oder seine Umlaufbahn ändert und ihr seht dann diese roten Pfeile dort. Das sind sozusagen die Intersections, also die Kreuzpunkte, die Schnittpunkte. Und die sollten dann relativ gering sein. Und im Optimalfall gibt es dann eigentlich immer zwei Schnittpunkte. Und jedenfalls dieser gestrichelte rote Pfeil, sozusagen, oder dieser Pfeil, wo die gestrichelte Linie nach unten geht, der Pfeil, der nach sozusagen von unten zeigt, das ist der Punkt, an dem Modul oder das Hauptmodul ist. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir eben an diesem anderen roten Pfeil, der von oben nach unten zeigt, genau. Und wenn ihr das gleich vergleicht, dann ist dieser rote, also wir sind sozusagen die vorderen, genau, die hier vorne. Und wenn wir dort sind, dann sozusagen passiert das Hauptmodul eben diesen unteren roten Pfeil. Jedenfalls müssen wir das dann so justieren, dass beide Pfeile so ziemlich übereinander liegen und dass die Entfernung dieser Intersections nicht mehr als, ich will mal sagen, 2 Kilometer beträgt. Alles drüber, das ist schon ein bisschen heftig, aber ihr seht, das sind hier 100 Kilometer und es wird immer weniger, immer weniger, immer weniger und dann sind wir hier letztendlich bei, ja, mal 30 Kilometer, 17, 10, ja. 800 Meter haben wir geschafft. Das muss aber nicht scheißen. Das könnte nämlich auch schlecht sein, dass wir nämlich auf Kollisionskurs kommen. Und
Die Logik dahinter besteht jetzt daran oder darin, dass wir jetzt sozusagen unseren Orbit vergrößert haben, wir einen längeren Weg brauchen und somit endlich gleich auf mit dem Typen kommen, mit dem Haupttypen, mit dem Hauptmodul. Und ja, jetzt müssen wir erstmal den Mode ändern. Jetzt haben wir. Ja, genau, da habe ich jetzt. Wollte ich direkt dorthin steuern, ohne irgendwie den Orbit nochmal wieder sozusagen gleichzusetzen. Denn wir haben im Prinzip nur einen Schnittpunkt und den haben wir kurz erreicht. Oder den haben wir jetzt passiert. Und ja, jetzt habe ich einfach den Quicksave neu gestartet. Und ihr seht, unser Orbit, unsere Umlaufbahn ist ein bisschen größer als die vom Hauptmodul. Und das müssen wir jetzt angleichen. Und es gibt nämlich keinen Schnittpunkt oder keinen schönen Schnittpunkt. Das Optimale ist ja, wenn wir die ganze Zeit nebeneinander herfliegen. Das wäre das aller optimalste. Und jetzt ist das Schiff 2 Kilometer entfernt. Und ja, jetzt geht wirklich eine richtig heikle Sache los. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um dort dran zu docken. Und ja, jetzt muss ich wirklich Gesprächsstoff finden, sagen wir es mal so. Es ist wirklich nicht einfach. Also, ich habe wirklich geschwitzt bei dem Manöver hier. Denn. Oh, das ist so krass gewesen. Vor allem, ich habe das ja wieder hier auf doppelte Geschwindigkeit gesetzt. Und das Allerschwierigste ist die Orientierung und das Steuern. Also, wenn du das Teil dort liegen hast, kannst du dich wirklich nur an der Kugel orientieren. Und wenn du das nach Augenmaß machst und nach Kugel, dann kommst du ganz schnell durcheinander. Das ist nicht gut. Wie ihr seht, wir kommen hier immer näher ran. Immer näher ran. Jetzt sind wir an dem Teil vorbeigeschossen. Und jetzt ist nämlich die Anzeige richtig gut mit dem. Ihr seht unten auf dem Trackball oben drüber steht Target und das ist die relative Geschwindigkeit zum Ziel hin. Und die beträgt gerade 8,8 Meter pro Sekunde zu ihm hin. Und das kann man eigentlich gut als Orientierung nehmen. Blöd ist nur, dass wir an dem so gut wie vorbeischießen. Und ja, um richtig präzise sozusagen alles steuern zu können, müssen wir mit dem RCS arbeiten. Also jetzt, wir sind 100 Meter an dem Ding vorbeigerutscht. Also, die Sache jetzt mit dem Weltraumschrott, da ist die Chance wirklich extrem gering, dass wir mal genau gleich mit einem kommen und ineinander stoßen und so weiter. Also, das wird extrem schwer sein. Aber jetzt sind wir hier schon auf 75 Metern. Die Docking Port habe ich jetzt aufgemacht, um jetzt dann das Manöver zu starten, an das Ding heranzudocken. Und das sieht an sich hier recht einfach aus, aber ich habe die RCS-Module so scheiße gelegt. Die RCS-Pumpen, nenne ich mal. Beziehungsweise habe so falsch gedacht, dass es einfach nur wirklich schlimm ist, sich daran zu friemeln. Ich weiß nur, ob das so einfach wird bei den nächsten. Ich hoffe es mal. Weil eigentlich Plan war, diesen großen Tank schon längst, la schon lange, lange, lange abzuwerfen. Aber ich habe mir gedacht, nee, lässt es kurzfristig dran. Kannst es ja irgendwie immer gebrauchen. Und die Idee dahinter steckt ja, oder die Idee jetzt dahinter, dass ich eben so ein Triebwerk dran baue, ist, dass wir das Ding dann auch kontrolliert in den Erdorbit sozusagen verglühen lassen können oder uns auf eine längere Reise sozusagen schicken können. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir eigentlich relativ weit damit kommen. Ich weiß nicht, ob wir nach Duna kommen. Wir könnten ja zur Not irgendwie noch weitere Raketen dran basteln. Das wäre eigentlich eine Idee. Da könnte man sich sein Schiff dort oben zusammenbauen. Ja, man stellt sich wieder was vor. Oh, das wird cool. Das wird aber auch eine Heidenarbeit sein. Und jetzt sind wir eigentlich relativ gut, sozusagen in einer Linie mit dem Teil. Aber ich habe es halt einfach nicht geschafft, mich
sozusagen seitlich an den heranzupirschen, sage ich mal so. Und ich habe gefummelt und gefummelt. Und ich habe die ganze Zeit versucht, mit Augenmaß zu steuern. Und ihr seht, ich bin ständig durcheinander gekommen. Also man kann wirklich nur den Trackball unten nehmen. Und eben dieser rote, lilane Kreis, das ist sozusagen die Richtung, wo jetzt dieses Ziel ist, also Target, unser Ziel sozusagen von uns ist. Und ja, jetzt sind wir schon auf 40 Meter, das erhöht sich immer mehr. Jetzt habe ich mir so gedacht, könntest du mal drehen, vielleicht geht es ja da besser. Aber nein. Aber keine Sorge, wir haben es dann auch gleich geschafft. Blick auf die Milchstraße, schön. Das gefällt mir. Und wir sind eigentlich auf konstanten 200 Kilometern über dem Erdboden. Das ist ein ganz guter Orbit. Ja, da habe ich sogar ein bisschen jetzt mit dem richtigen Triebwerk Gas gegeben. Jetzt sind wir auf 300, also 0,3 Meter pro Sekunde. Auf ihn unterwegs mit 0,4. Und also die Missionsdauer ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also sind im Endeffekt dann bei 2 Stunden zum Schluss. Also nicht von dem Video, sondern von der Mission. Und ich habe da ein bisschen in die Trickkiste gegriffen. Mit dem Andocken. Ihr seht, der hat vorne und hinten einen Andockpunkt. Und ja, da ist es jetzt erstmal egal, woran ich das Ding dran klatsche. Und jetzt müssen wir im Prinzip nur noch nach vorne schnipsen. Bisschen nach unten und nach vorne schnipsen. Aber da wirklich die RCS-Module so scheiße liegen, ist es wirklich eklig, sowas zu machen. Und stellt euch vor, wir hätten das mit der ersten Station gemacht, da hätten wir überhaupt keinen Bezugspunkt zu dem Teil gehabt, hätten wir nur abschätzen können, wie weit das Teil ist. Und jetzt wechsle ich mal auf das erste Modul und tue mich sozusagen, oder nehme das zum Steuern, da das Teil ein bisschen besser läuft. Denke ich zumindest. Genau, jetzt sind wir nämlich schon mal in der richtigen Richtung. Und im Hintergrund der Mond. Ah, das ist schön. Und Bob und Jebediah, die können sich nämlich freuen, weil nämlich, ich weiß nicht, Bill? Kommt Bill? Oder ist Bill tot? Ich weiß es nicht. Zumindest muss ich ständig wechseln zwischen dem normalen Docking-Mode und dem, also nicht, was ist normalen, sondern dem normalen Mode, was wir hatten, Stage-Mode, glaube ich, heißt das. Und dann dem Docking-Mode, das ist jetzt eben dieser Mode, wo man Roll und, also das Rollen und Neigen und Drehen und sowas mit angezeigt bekommt. Und jetzt rutschen wir ganz langsam ran. Ich muss immer wieder korrigieren mit dem anderen Mode. Und die Musik, die geht ganz schnell. Herrlich. Aber ja, es ist wirklich ein spannender Moment. Ich habe immer wieder gequicksaved. Sonst hätte ich mich so geärgert, dass wir, wenn wir jetzt irgendwie kaputt gegangen wären. Wäre nicht schön gewesen. Aber schade, dass man nicht irgendwie ein intelligentes, sozusagen, ja, ein intelligentes SAS setzen kann, dass du immer das Ziel festmacht und sich sozusagen variabel dreht. Aber naja, vielleicht kommt das noch, vielleicht müsste man das noch irgendwie mit implementieren. Oder es gibt schon längst, ich habe es noch nicht gefunden. Aber das ist jetzt Millimeterarbeit hier. Wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht zu schnell sind und aber auch, dass wir auch ordentlich rankommen. Aber ja, ich glaube, ich habe es dann so zum Schluss eingestellt, dass der sozusagen gerade in das Teil reinfliegt. Gerade rein. Nur geradeaus und dann habe ich, ja doch, da habe ich dann wieder zurück geswitcht. Genau. Sozusagen wieder zu dem anderen. Und einfach nur gewartet. Sozusagen mich noch schnell festgelegt und flupp. Na los.
Aber sind schon dran gedockt. Ja, das haben wir gerade geschafft. Ich habe mich so gefreut ohne Ende. Also es war so cool. Jetzt haben wir wieder ein ganzes hier. Und es hält sogar und sieht auch cool aus. Jetzt noch schnell den anderen nach unten bringen. Schon wieder seinen Namen vergessen. Oder das Video war so schnell, dass ich das nicht erkennen konnte. Und ja, dann hätten wir Mission Nummer 2 geschafft. Und Mission Nummer 3 kommt dann auch bald. Und ich hoffe, es hat euch wieder mal Spaß gemacht hier mit unserem KSS-Programm. Wir haben noch Großes mit ihm vor. Und dann sehen wir uns natürlich im nächsten Video. Also dann, tschüssi, euer Hani007. Ciao, ciao.